Wie ich ja gerade irgendwie sagen, mache ich sie immer alleine. Das hat er ja nicht gesehen, tut mir leid. Also, weiter geht's. Okay. Also, ich habe jetzt vor, tatsächlich zwei Videos rauszuhauen. Das ja andere YouTuber-Spiel schon vor Beginn losgeschickt wurde. Schon bevor ich zocken konnte. Da will ich sie natürlich überholen, damit ich jetzt ein paar mehr Zuschauer habe, die jetzt schneller mehr Spiel sehen wollen, aus dem Grund. Ja, okay, ich verliere die sehr schnell Orientierungssinn. Also hier hoch würde ich sagen, dann wahrscheinlich noch hier hoch. Ich würde sagen, sie baut wahrscheinlich gerade Scheiße. Sie will wahrscheinlich unbedingt von denen was haben, vermutlich Waffen, oder sie will irgendwie Schaden nehmen oder sowas. Ich hoffe mal nicht. Denn ich will sagen, in so einer Zeit sollten Menschen möglichst zusammenhalten. Sonst haben wir einfach infiziert die ganze Menschheit. Sonst haben wir einfach die Infizierten alles eingenommen und dann gibt es bald gar keine Menschen mehr. Ich habe so viele Menschen geben, die trotzdem halt einfach nur sie das überleben. Die anderen Menschen sind ja komplett egal. Die hören sie vielleicht einfach so. Also, dass ich mir schon fast sicher, dass es dann so sein wird, wenn sowas in Wirklichkeit passieren würde. Ah, Scheiße. Okay, also, wir haben also einsprintet man hier. Ich bin wie groß, wenn jetzt. Ich dachte, jetzt mal jetzt ein Zeitsprint, da ständig was gedrückt halten. Okay. Da wollte ich mich noch gewöhnen. Sorry. Deswegen schon mal. Hä? Ich habe gedrückt gehalten. Was soll das denn jetzt? Na, also geht doch. Ich würde sowas nicht alleine unternehmen. Ich würde sagen, es geht mit Sicherheit nach hinten los. Also mit der anderen würde ich mich ja vielleicht schwer tun, aber alleine würde das sicherlich hingehen. Ich würde schon, wenn ich würde sagen, da ist nach hinten los, geht ja schon fast vorprogrammiert. Leiche. Lebst du noch? Okay, sie hat 5 Kugeln und keine andere Munition. Oder viel, oder das war es hin, da fehlt wohl eine Kugel, also von daher. Wir haben ja vollständig alles tot. Oha, sind das Infizierte oder sind das Menschen? Könnten Runner gewesen sein, ich glaube Stalker scheint noch nicht gewesen zu sein. Also, Perl hier ein Gefecht stattgefunden. Aus welchem Grund auch immer. Ihr werdet schon die Tasche nach Munition durchsuchen an jeder Stelle. Da ist noch jemand, da ist wohl jemand erfroren. Ich glaube, man muss es so durchhalten. Okay. Der Runner lebt also noch. Uff, wo war er? Nicht richtig, jetzt immer überstanden. Der Runner hat einfach so verprügelt. Bei Klickern sollte er bei Klickern, weil es dir auf der Nava ist, so habe ich mich nicht sicher. Okay, ich muss endlich etwas ausweichen.
Auweia. Okay, also gut, ihr wisst auf jeden Fall, ich muss den ausweichen. Direkt für einen arglosen Heimat jetzt packen. So gefährlich um einen Sch für einen schnelleren Schlag. Also, okay, gut. Ich bin jetzt wieder einfach gestorben. Ich muss erst einmal da reinkommen. Okay, ein Medikit. Hätte ich auch selbst Medikit herstellen müssen. Wie schon im ersten Teil von The Last of Us mussten wir haben wir auch selbst Medikits herstellen. Und dann vorher die richtigen Materialien finden. Wenn er was findet. Also das kann sich nur als abzusuchen. Kann schon aus dem ersten Teil. In den Feuershops hier noch was gibt. Ich weiß, wenn ich hier was hier ist, dann vielleicht übersehe. Also jetzt natürlich über jedes bisschen Alkohol. Und um jedes bisschen um voll jetzt aufnehmen. Ah, Munition. Super, okay. Ja, also schon mal ein volles Mal ziehen. Also ich würde sagen, wenn man jetzt gegen Wer's gegen Klicker kämpft und Kerberfall ist die Pistole schon ziemlich sinnvoll. Okay, also ich muss auf jeden Fall in der gewohnten Lava sofort schießen. Ja, sind anfällig gegen Körpertreffer, allerdings verfügen manche Infizierten über einen schützenden Panzer. Okay, Infizierten sind wohl genauso sehr verwundbar wie wir Menschen. Nur die Klicker und Bloater, wer die Stalker, haben natürlich einen Schutz durch die Pissplatten. Die Stalker haben nur keinen so guten Schutz wie Klicker. Ja, ich war wohl Kopfschuss. Gut, die haben wir schon mal erledigt. Dann werde ich wieder nachladen. So, kann ich hier was erreichen, was abnehmen? Aber will ich ja nicht, also. Als Militär sucht ihr in ihrer Zone alle Infizierten loszuwerden oder versucht ihr, weil es das Militär überhaupt noch gibt. Aber auf jeden Fall, Menschen, die ein Mensch, der so ein Militär zu überleben, ist auf jeden Fall noch. Das kann nicht mehr weit sein. Das Büro, wo das Militär noch gab, haben wir ja im ersten Teil gesehen. Ob diese Zone oder andere Zone jetzt Militär aktiv ist, immer noch gibt, weiß man ja nicht. So wie es überhaupt noch gibt, weiß man nicht. Ganz zu schweigen vom Militär. Da denke ich mal so nicht. Okay, immer. Ist das unsere eigenen Spuren? Offensichtlich. Ah ja, Spuren, das geht das immer noch. Erstmal dort. Nicht gebrochen. Na, eine Kugel, nicht schlecht. Und dann meine ich über jede Kugel, dann halt jede Kugel aufbewahren, die er findet. Und sie erst brauchen, wenn man jetzt so keinen Weg mehr sieht, zum Beispiel. Psst.
Sorry, da ist gerade jemand reingekommen, also sollte eigentlich nicht passieren. Ich habe vergessen, mein Schild vor der Tür umzudrehen. Also nach dieser Folge und toll, ich habe vergessen, die wieder zu starten. Also ich werde die Folge jetzt, aber Stoppuhr ist 30 Minuten anzeigt, werde ich sie dann beenden. Jetzt, wenn die vorbereitet wird, wissen wir warum, weil es wieder so lange gedauert hat, wie schon einige anderen Folgen. Die PS4 nimmt hier wieder nur eine Stunde auf, leider. Ich glaube, wenn sie nicht aufnehmen würde, und dann zeige ich's. Was ist? Ja. Sorry, dass ich jetzt mithören muss. Ich habe gerade einen kleinen Zwischenfall. Tut mir echt leid. Tut mir leid, dass ihr jetzt mithören musstet. Okay, wir müssen eindeutig mehr Windkits sammeln. Also mit den Nachhilfen habe ich nicht so gut klar, wie es aussieht. Aber Munition werde ich auf jeden Fall sparen. Das Wort ist ja auch noch nicht unbegrenzt vorhanden. Okay, wie das da infizierter ist. Scheint der einzige zu sein. Zuschauen, dann zu erledigen. Aber ich glaube, wir uns sehen, also wissen kann man es ja. Geht gut. Munition, der war ich da nicht dabei. Toll, mal weiter Infizierte. Oh shit, ich hoffe schon gut, dass wir gesehen werden. Und hier sind schon auch alle zu sein. Aber jetzt nur um den hier. Stehst. Lol. Jetzt war der Bug im Spiel. Was dieser Spieler ist der normal. Also gut, gehen wir auf zum nächsten Auto. Ja, vielleicht musst du Deckung. Puh, ja, schon direkt uns. Oh, fuck. Schauen wir jetzt mal, was wir hier erwischen. Also. Und erledigt. So, auf geht's weiter. Hoffentlich war's das. Das Wetter wird schlechter. Wo ist die Straße? Okay, also sie waren jetzt mal irgendwie okay, wie aussieht, sind. Hier geben wir uns dann keine, aber das kann sein, dass wir mehr finden. Oh, Hufspuren. Oh, Hufspuren. Wo ist die Patrouille? Klasse. Wenn ihr das tun, was ich denke, zu tun. Wenn ihr das tun, was ich denke, zu tun will, dann ist das nicht gut, denn ich glaube, sie können definitiv unsere Feinde werden.
Ah, jetzt bleibt mir die mit dem Fluss. Ist außen auch hier, wahrscheinlich spielen wir jetzt wieder Ellie. Also, das spielt jetzt schon mal ziemlich viel Spaß, gibst du, es war jetzt schon ein bisschen blöd, ich jetzt nicht so gut damit klarkomme, aber ich schätze, dass wir werden ja auch noch andere Waffen bekommen, wahrscheinlich auch Nahkampfwaffen, mal so. Vermisst du ihn eigentlich? Wie, Jesse? Nein. Ihr wart doch so lange zusammen. Hey, Jesse ist toll. Ich mag seine Eltern. Sie sind meine Familie. Aber es war nur noch Gewohnheit. Hey, warum reden wir eigentlich nie über sowas? Ich weiß nicht. Es ist irgendwie... Du hast mit mir auch nie über Cat geredet. Ja, aber... Da gibt's nicht viel zu erzählen. Der ist Cat. Ja. Ich dachte halt immer, dass du sie nicht leiden kannst. Ich glaube nicht, dass man das so sagen kann. Okay. Ich finde, sie hat wirklich Talent. Allmählich gefällt mir sogar dein Tattoo. Oh, das ist so nett von dir. Der Tätowierung? Und sie war nicht die richtige für dich. Interessant. Klappe. Okay. Du kannst schon mal da anbinden. Hey. Willst du was Spektakuläres sehen? Du willst auf dein Gesicht zeigen, oder? So spektakulär nun auch wieder nicht. Oh Mann, ey. Komm schon, Dummkopf. Okay, also... Oha. Was für ein Ausblick. Na, wie findest du die Aussicht? Ist ziemlich schön. Ja, diese Route hat auch Vorteile. Hast du mal im Sommer mehr als die Winter? Die Vorsicht, man kann Sommer haben. Also, das auf Ast ist ja mit den Jahren. Also, das Mars sind mit Jahreszeiten gesprungen. Ob das was passiert, auch mit Jahreszeiten. Auch inzwischen Jahreszeit springt, werden wir ja wissen. Wir haben ja bestimmt schon im Laufe des Spiels. Mit wem warst du auf dieser Route? Jesse? Eugene. Klar. Oh, Eugene. Mann, der war lustig. Oh ja. Und er hat mir viel über Elektronik und so beigebracht. Auf dass wir mit 73 auch so sind. Auf dass wir auch 73 werden. Hier durch. Tja, du hast ja auch welche Leute so alt zu werden, ist eine andere Frage. Schauen wir mal, ob wir es schaffen. Ah, das läuft ja momentan ziemlich gut. Oh, was haben wir denn da? Ah. Okay, wollte ich schon zugeben. Das habe ich ja doch nicht eingerichtet. Was ist das da? Hey, ich wette, die Bon gehörte Eugene. Ha, das ist meine. Er hat sie mir geschenkt. Hey, du hast nicht zufällig Gras dabei? Ach, schön wär's. Eugene hatte immer was dabei. Offensichtlich fangen die an. Vielleicht fangen die Woche an, Gras zu rauchen. Also, die wird anfangen wollen, ist die Sache. Oh. Haben wir hier.
12.8. Dina Eugene, alles okay. 27. Wir Eugene haben ein Wildpferd gefunden, das im Eis fest saß, rausgeholt. Bring es ins Lager, wir lassen den nächsten Posten aus. D. Dina Eugene, alles okay. D. Jesse Astrid, ein Klicker im Keller von 258 Mountain View erledigt. A. Greg Bonnie, tote Ziege im Sunny Days, sein Sinn. Warte, mach ich kurz. Okay, Greg Bonnie, tote Ziege beim Sunny Days Seniorenheim. Drin drei Runner gefunden, erledigt. B. Dina Eugene, ein Runner in der Hauptstadt, ey. D. Greg Bonnie, alles okay, der Schnee ist ziemlich heftig. Wollte nach die Camp. B. Jesse William. Alles okay. W. 5.10. Dina Eugene. Drei Runner in den Fall erledigt. Sonst alles okay. D. Dina Eugene. Dina Eugene. Toten Hirsch vorm Turm gefunden. Sie angenagelt aus, aber keine Infizierten. D. Dina Eugene. Alles okay. Heftiger Regen. Fluss ist über die Ufer getreten. Ja, heute Nacht hier, morgen früh ist es zurück. D. Dina, Eugene, alles okay. Eugene, alles okay. D. Jesse, Dina haben Fußspuren gesehen, sind ihnen zu einem kleinen Lager gefolgt. Zwei Erwachsene und ein Kind, die ärztliche Hilfe brauchen. Vielleicht den nächsten Post aus und bringen sie in die Stadt. D. Tommy Joel, alles okay. T. Greg Bonnie, alles okay. B. Also, ich schätze mal, Sterbebuchstab von dem, der schreibt Tommy Joel. Zwei Klicker bei der Tankstelle erledigt. Das ist alles okay. Ja, aber der Name, der wahrscheinlich ist Tommy. Ray Bonnie, alles okay. Bonnie, Chad Woody, alles okay. Willi. Und dann? Sollen wir auch was aufschreiben? Und fertig. Was hat die jetzt geschrieben? Elina, alles okay. Ellie. So. Komm. Die Stadt da ist unser letzter Halt. Schau mal. Okay, also. Da ist die Stadt. Mit dem großen Turm? Yep, da ist der nächste Posten. Okay, also. Da ist kein. Kein Licht. Da kommen wir unterwegs dran vorbei. Keine Bewegung. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass Leute auch infiziert sind oder Banditen sind, als wir nur nichts, was man hier fertig erkennt, ist mir schon klar. Frage: Hattest du die Klamotten gestern schon an? Die sind sauber. Ich sag ja nichts. Wir sind auf Patrouille. Es geht um Infizierte, nicht ums Aussehen. Sieht trotzdem gut aus. Stimmt wohl. Danke. In so einer Zeit ein gefährliches Äußeres nicht mehr so sehr wichtig wie heute. Einzige, wo ich mich wahrscheinlich freuen würde, wäre es, die Politiker und ihnen zu sagen haben. Da in der Zeit, da kämpft Politiker wie Snumps nackt überleben. Die Häuser an? Wirkt verlassen, aber wenn du möchtest, da sind bestimmt noch Vorräte.
Sieh nur ein Haus. Verdammt. Ich glaube, es wird kälter. Ah, hier. Oh, wo kommen wir überhaupt rein? Okay. Ich werde jetzt sehen, wer ein Haus dann noch untersuchen konnte. Ich werde mal zurück. Wahrscheinlich ein Haus dann noch untersuche. Da war ja noch eins, da war auf jeden Fall eins, was ich untersuchen konnte. Und den will ich auf keinen Fall was so lassen. Also die ganzen Häuser hier. Ja, weil das ist ein Fernhaus, glaube ich, der Wohnwagen. Da können ja auch vorher drin sein, diese Vorräte. Sollte man sich nicht gehen lassen in so einer Zeit. Hallo? Kann ich hier vielleicht ein Wetter öffnen? Also hier reinkommen wir wohl nicht. Also da haben wir wohl nicht rein. Ob wir hier reinkommen, also naja, also ich würde sagen, einige Vorräte haben sicherlich schon jemand übersehen. Ist der okay, komm, mehr Versuch. Was weißt du über diesen Ort? Wer ist überhaupt? Ist eine normale evakuierte Siedlung. Infizierte kommen fast nie so weit hier raus. Wir fangen sie meist an der äußeren Grenze ab. Okay, also. Naja, Joe hat ja hier, also ja, Joe hat ja gesprochen, als Joe die Schwimmen beibringt. Aber er schon getan hat, keine Ahnung, also bei warmen Zeit, wenn es warm war wie im Sommer, hat er wohl mehr als genug Zeit und Chancen dazu. Aber er sie dafür genutzt hat, keine Ahnung, auf jeden Fall. Hier schwimmen wir jetzt, hier auch Wasser gibt, persönlich, wer ehrlich schwimmen könnte. Nicht zumindest. Ah, Pillen. Okay, also wir können also das wirkliche Fähigkeiten lernen. Oh, Gewehrmunition, super. Okay, da haben wir schon mal nach. Ach so, ist schon maximal. Ja, Gewehrmunition-Kapazität. Was haben wir denn hier? Das oh, ist die habe ich noch nicht. Sicher, aber ist das eine Karte? Superheldenkarten, auf die du so stehst, oder? Oh ja. Diesen Tresseractor. Echter Name unbekannt, sind jetzt 80, Musik auf 60, Zugehörigkeit, Society of Champions. Diese mysteriöse transdimensionale Wesen war eines Tages einfach da und niemand weiß, woher oder wann es gekommen ist. Seine Fähigkeit, sich nach Belieben im mehrdimensionalen Raum zu bewegen, hat schon viele Kämpfe entschieden. Wobei ihm der Einsatz dieser Kraft schwach und wehrlos wie ein Neugeborenes zurücklässt. Der Spitzname Tresser Carter stammt von der Society of Champions. Das Wesen behauptet, keinen Namen zu haben. Es wird allerdings vermutet, dass Tresseractor seine wahre Identität einfach nur für sich behalten will. Neutral. Wie ich mit. Ach, der war gut. Will ich jetzt reinstecken? Ich dachte, ich sehe mir mit Joe einen Film an. Oh. Ist alles klar? Ja. Also, es gibt hier noch mehr Häuser, aber in das reinzukommen, obwohl. Manchmal kann man doch, wie es aussieht. Mist, ey. Was für einen Film wollt ihr gucken? Worauf steht Joel? Curtis und Viper 2. Den habe ich schon länger auf meiner Liste. Oh, wow. Er mag diese schlechten 80er-Action-Filme. Da fährt er voll drauf ab. Oh nein. Mir gefallen sie tatsächlich auch. Ah, wenn Joel drüber steht. Ich meine auch echt Filme, aber Horror mache ich auch, also, ja, wohl. Vielleicht auch über die Filme, die ich mag. Ja, egal.
Oha, für den Hirsch. Können Infizierte gewesen, könnte ja jetzt auch Menschen gewesen sein. Allerdings finde ich viel auf Infizierte hier. Stimmt. Das waren bestimmt Infizierte. Aber wie viele, wenn sie einen echt klein kriegen? Gutes Argument, also. Also. Ah, mit der Einzigkeit bin ich hier auf Wechsel. Also, ich fange auf jeden Fall mit den Gewehren. Und dann die Pistole. Da sind welche drin. Wie sind die da bloß reingekommen? Ein Ziel schaffen, würde ich ja. Wie kommen wir da rein? Dina, hier lang. Infizierte gehen die Linie und zerstört, wie wir wissen. Ist leise. Oder sind sie gegessen? Das sieht aus wie die Reste von einem Menschen. Mal sehen, ob wir zur Rückseite des Supermarkts kommen. Gute Idee. Schau mal, toll. Wohin? Danke. Der Weg hier rein war verbarrikadiert. Wie ist der Runner reingekommen? Ja, gute Frage. Ich war mal überlegen. Was war dein Rekord an Infizierten, die du erledigt hast? Das war auf Patrouille mit Joe vor einem Jahr oder so. Das waren, keine Ahnung, ein Dutzend? Du? Ich hatte mal 20. War eine streunende Gruppe. Scheiße. Vielleicht kannst du heute einen neuen Rekord aufstellen. Ich habe mich infiziert. Dadurch reingekommen. Ja, aber auch nicht. Dabei also weiter geht's. Okay, also. Zur linken, Runner. Was? Runner? Na toll. Achso, da drüben. Diesen Kampf gewinne ich, Freundchen. Also passt doch nicht. Ah, wo ist denn das Helfbares? Sind das alle? Ja. Sieht so aus. Aber es bleiben noch die im Supermarkt. Gehen wir weiter ums Gebäude. Es muss irgendwo reingehen. Ja, wenn die Wände reinkommen, kommen wir aber sicher auch rein, würde ich mal schätzen. Obwohl, von hier aus kommen wir wohl.
Ups. Danke. So. In der Tasche, okay. Ellie, hältst du mir hoch? Ich will mich umsehen. Komm. Und wo ist Dina jetzt? Scheiße. Ich muss eindeutig mir angewöhnen, nicht als Weiß zu drücken, sondern als 2 zum Werfen zu drücken. Obwohl, stumm und springen ich auch nicht mit der 2. So, okay. Also, wo ist Dina denn? Ah, da. Gut, hoch mit dir. In dem Dach da drüben ist ein Loch. Hier. Tja. Danke. Da, siehst du? Okay, mal sehen, wie wir da reinkommen. Dina, hier drunter. Oh, wenn es auf Firefly geht, also im Trailer habe ich ein Firefly-Zeichen gesehen, also Gumi ist noch Firefly, wo es Gumi ist, die Firefly noch gibt, weil Gumi ist nicht schon so ausgestorben sind. Der ist ehrlich, Dina. Alles gut? Ja. Nichts passiert. Bitte stirb am Alter und nicht, weil du infiziert bist. Ich will die wirklich nicht ins Gesicht schießen müssen. Okay. Also wie es deshalb wäre es ja wenig lieber im Alter zu sterben, denn ich würde gern. Also wenn ich auch recht, ich würde gerne möglichst lange überleben. Ma'am, es tut mir unendlich leid, was passiert ist. Ich wollte Ihnen nichts tun. Ich wollte nicht aus ihrem Laden, außer den Medikamenten. Ihr Mann hat sich auf mich gestürzt. Was hätte ich denn tun sollen? Deine Schwester kann ihre Füße nicht mehr spüren. Ich brauchte das Insulin. Alle horten es für sich. Was hätte ich denn tun sollen? Ich habe überlebt, es tut mir leid. Ist da irgendwas? Hab was gefunden. Schön. Scheiße, schon wieder verbraucht. Oh, Mann. Also ich angewöhnen, nicht mehr nur jetzt weiß ich nur, wenn ich werfen werde, so nicht daran zu gewöhnen, es wird etwas dauern. Ganz ehrlich. Sorry. Also nun denn. Ich sollte die Flasche hinzu abrüsten, wenn ich sie nicht werfen will. Also. Okay, also. Jetzt wird auch ein Weg durch. Mehr will ich nicht, also. Okay, also von hier aus kommen wir wohl nicht weiter. Und dann können wir hier bitte was? Yep. Teil, die wir da verbessern können. Ich verstehe, dass der alles tun wollte. Also ich verstehe, dass der alte Jahre geschrieben alles tun wollte, der Schwester zu helfen. Also ist schon verständlich, das gebe ich zu. Wenn ich das nicht weiß, dafür erläutern zu, ich sagen, das ist schon, dass ich schon verstehe, dass er dann, dass ihn angefangen hat, dass er ihn angefangen hat, dass er sich aufgestützt hat. Also so, dann bin ich hier rein. Also, naja, so wollte ich waren jetzt irgendwo überleben, das wäre auch immer noch, aber. Also, ich weiß zumindest möglich. Was haben wir hier? Alkohol. Hey, ich habe Alkohol. Ein paar Lumpen.
Hier, versorg dich. So, wie Schaden wir genommen haben. Da drin sind Sporen. Masken auf. Ja, ich soll immun, wozu hast du eine Maske? Denk dran. Ich will dir nicht ins Gesicht schießen müssen. Ah, oh, ganz reizend. Ja, dann wissen die meisten, dass sie immun ist. Bei den ganzen Sporen sind die schon länger hier. Halt nach älteren Infizierten Ausschau. Ja. Wahrscheinlich wird hier wahrscheinlich der Infrunner oder sowas sein. Keine Ahnung. Neben der Wahnsinn sehr viel infiziert, war nicht mehr hier. Wir sollten ins Erdgeschoss. Also, ich werde mache jetzt mal einen Cut. Obwohl, wenn ich im Folge wieder hier drin ist. Also, dann bis zum nächsten Video. Bis dann, Leute. Ciao. Hallo. So. Oh. So. Also, bis dann, Leute. Ciao.